Jo, moin, moin, ihr Flint und ahoi, meine lieben Landratten da draußen. Und damit willkommen zurück zu Bounty Train zusammen mit guten Valvo. Servus und hallo. So, wir haben hier gerade hier Aktenzeichen XY ungelöst gefunden. Alien-Kornkreise. Sie sind unter uns. Ist es Fakt oder haben wir dabei nur zu tief in die Röhre geschaut? Ihr Jonathan Frakes. Ach ja, es ist mal wieder Donnerstag. Eine neue Aufnahme-Session Bounty Train steht an. Es ist wieder Donnerstag. Ja, wir hatten uns, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch in der Folge war oder nach der Folge, auf eine Route geeinigt. Die da heißt Louisville, New York, New York, Buffalo, Buffalo, Cleveland, Cleveland, Charleston, Charleston, Memphis. Ja. Let's go. Und so aus folgenden Gründen. Louisville nach New York wegen dem Offizier. Ich glaube, das ist der hier. Mit 15 Tagen entweder nach New York ins Krankenhaus oder nach Charleston ins Krankenhaus. Warte mal, klick mal auf I, steht da irgendwas dabei? Irgendwas, was man bekommt? Belohnungen sind 1400 Erfahrungen und 15 Ansehen bei den Counter-Strikes, nee, keine Ahnung, CS, Colonial States, ich weiß nicht, wofür die, wie die hier sind, Konföderierte, Confederation, okay. Yes. Okay, ich dachte, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt, weil es genau diese zwei Krankenhäuser sind, dass man entweder den einen mehr zusagt oder dem anderen, dann wahrscheinlich egal zu sein. Ich vermute, dass diese zwei Städte zumindest der konföderierten Armee treu sind und die anderen Städte vielleicht nicht. Wir haben doch diesen Krieg mit den verschiedenen Flaggen. Mhm. Den Abspaltungen oder Dazukommen von zur US. Genau. Mhm. Und das Krankenhaus, wo wir hier sind, in Louisville, das gehört wahrscheinlich einfach dem Feind aus seiner Sicht. Okay. Damit er sich nicht behandeln lassen. Möchte er lieber sterben. Lieber sterbe ich, als dass ich denen was sage. Jo. Das heißt, wir fahren jetzt von Louisville über Cincinnati, Washington, Philadelphia nach New York. Dann gucken wir jetzt einfach mal in Louisville, ob wir noch irgendwas haben, was wir mitnehmen können. Zum Beispiel ganz schnell hier reingucken. Ja, halbe Stunde noch. New York, 1100. Für 16 Tage. 16 Tage, ja, sollte passen. 4 Kisten Werkzeug sollte unser Powerzug auch locker tragen können. Ja. Ja, der neue Powerzug, den wir haben. Das war echt gut, dass wir uns die geholt haben. Die vorne. So, haben wir noch einen Passagier, den wir mitnehmen können? Jackson, Detroit, Pittsburgh, nö. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in die Produktionsliste rein. Was? New York ist. Sollen wir dann gleich direkt nach New York durchfahren? Wäre mein Gedanke. Okay, dann können wir ja schauen, was wir in New York verkaufen können. Kannst du die Zahlen alle merken? Schau mal rauf, was wir alles an, was wir alles produzieren. Also in Überfluss produzieren wäre Nahrung, aber. Okay, also die ersten beiden und Nahrung. Das erste würde in New York gehen. Das zweite eher nicht. Da haben die 37 Einheiten von uns, sie produzieren es in der Stadt. Und Nahrung würde in der Theorie auch gehen, aber sehr geringe Gewinnspanne. Ich muss sagen, da vermisse ich ein bisschen so, dass die erste Spalte stehen bleibt. Oder die erste Zeile in dem Fall. Ja, dass man einfach weiß, was aktuell hier in Louisville so abgeht. Also für diejenigen, die sich ein bisschen mit Excel und so weiter auskennen, dieses Fensterspalten-Ding, dann kannst du halt einfach fixieren. Fixieren den oben Teil und dann bleibt die oberste Zeile einfach stehen und der untere Teil scrollt da unter durch. Ja. Was, wenn Excel das schon kann? Wenn Microsoft schon mal was hinkriegt, ja? Das passiert nicht so oft. Nee. Gut, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Baumwolle mit. Das ist der höchste Gewinn. Ja, ist auch nicht so schwer. Werkzeug haben wir dabei. Wunderbar. Ja, dann können wir losdüsen. Verlieren wir keine Zeit.
Der Offizier. Haben wir alles mit? Sämtliche. Ja, okay, unsere drei Leute haben wir mit, okay. Wir haben unsere drei Leute dabei, wir haben den kaputten Offizier dabei und wir sind mit vollgepackten Waren. Mhm, okay. Und wir brauchen nur 5 Tage. Aber irgendwie geht das hier mit dem Kohlekram nicht aus. Genau. Geht's bis Washington? Bis Washington geht's, komm, dann fahren wir bis Washington und tanken dann nochmal auf. Wow, wegen dem kleinen Stückchen hier. Was für ein kleines Stückchen, meinst du? Wegen Washington, New York, das kleine Stückchen, dass es da nicht klappt. Naja, dazu kommt noch Philly. noch schauen, ob du irgendwen mitnehmen kannst. Achso, ja, wenn wir schon mal da sind. Ein Dude. Du. Cleveland, Charleston, Detroit, Philly. Philly. Der würde gehen. 2 Tage, 5 Stunden. Könnte machbar sein. Ja, wir haben von ganz Louisville bis ganz nach New York schon nur 5 Tage gebraucht. Zeitlich geht der. Nehmen wir mal mit. Der Horatio wieder mal. Horatio. Also wir brauchen nicht mal 1 Tag dahin. Die Lok hier ist echt der Hammer, ey. Ja, hier vorne geht gut ab. So, und haben wir noch was für New York? Ja, wunderbar. Steigen Sie ein, guter Schön. Mann. Der Curtis. Tschu. Der Kurt. Der Kurt fährt mit Gurt. Nein, Schatz. Sehr schön. So. Ist das jetzt mit dem Offizier hier vorbei? Ich verliere irgendwann komplett die Übersicht. Die kannst du mal wegmachen. Das ist das. Na, haben wir auch schon. 4 Einheiten Werkzeug. Oh, da gehen wir mal schnell rein. Nee, wo sind das die? Das ist die Bank. Wo sind die Stadthalle? City Hall in der Mitte. Warte. Mit der Flagge sogar. Ja, manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, fahren nach New York, sprich mit einem Unionstypen, also mit, weiß nicht, Ulysses vielleicht da unten. Oder wie der heißt. Elysias, wir haben 2 Elysias hier. Nee, das ist einer, der mag mitfahren. Wo siehst du denn Ulysias? So eine weiße Schrift. Ach, der hier? Was wollen Sie? Ich habe einen Offizier der Konföderation. Ich hörte, auf diese Männer sind Kopfgelder ausgesetzt. Okay. Ach, so machen wir das jetzt? So viel zum Heilen. Ja. Großartig. Ich nehme an, Sie haben ihn in einem erbitterten, aber fairen Kampf besiegt. Natürlich. Es war, wie Sie sagen. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Nein, es war ein totales Missverständnis. Ich habe keinen Gefangenen. Ich muss weg. Tschüss. Wie so interessant, was, ja, ob es da unterschiedliche Enden jetzt gibt für diese Story. Also entweder glaubt er uns naiv, blind. Nee, ich meine, wenn wir mit irgendwem anderen reden und sagen, wir haben hier übrigens wen zum Eskortieren, ob da was passiert, ob wir ihm einfach ins Krankenhaus auch stecken können oder ob das hier der einzige Weg ist. Oder gibt es denn hier noch einen anderen? Ich meine, wir sind doch jetzt hier, sprich mit einem Unionsgeneral. Was ist denn das hier? Das hier ist ein... Was auch immer, könnte schon General sein, aber man weiß es halt nicht. Sieht denn für dich noch irgendwie anders hier aus, wie jemand, der zur Armee gehört? Na, das kann man nicht sagen. Schau dir vielleicht alle an, die keine blaue Schriftart haben. Oh ja, hatten wir noch ihn hier. Ach, das ist der mit dem Papier. Das könnte man auch machen, eventuell. Auf dem Rückweg. Ja, und die ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt aufs Krankenhaus klickt, ob da irgendwas noch aufploppt. Wo ist denn das hier? Irgendwo im Hintergrund, wenn es eins gibt. Okay. Ah, du kannst es sein. Wir heilen ihn hier oder. Ja, du, sorry, aber. Obwohl nach Charleston in 9 Tagen würden wir es auch schaffen. Hätte er eigentlich schon riechen können, oder? So, Moment, das ist nicht der Weg nach Charleston.
Hat ein bisschen gedauert. Also, ich wollte noch heilen, ich wollte doch nach Charleston fahren. Aber nein, der Anomal, nö, nö, wir fahren daher und exekutieren ihn. So lief's doch ab. Ja, okay, sagen wir es so. Wir können ja beides machen. Worauf hast du denn mehr Bock? Wollen wir jetzt nach Charleston und unserer Schwester noch was mitbringen? Sprich mit dem Typen. Okay. Lass mal los sind. Da. Zweiter. Kopfgelder. Wunder, dass ich noch lebe. Wunderbar. 2000! Genau, das ist dein Text. Also, beeindruckend. Sie sind wahrlich ein tapferer Sohn Amerikas. Nehmen Sie dieses Geld als Lohn für Ihren mutigen Einsatz. Ich habe es für mein Land getan. Aber wenn Sie darauf bestehen. Alter, dann nehme ich das dreckige Geld. Gilt das jetzt eigentlich schon gemeinhin als Blutgeld? Oh, warte mal, bevor wir hier... Gibt's denn vielleicht einen Auftrag? Gab's nichts. Gab's nicht? Schmuck? Ich hab geschaut, war nur Schmuck. Und nur Schmuck. Wäre interessant, ob die immer dieselben Sachen haben wollen. Ob man sich das merken kann, New York, Schmuck. Und ob das immer gut variiert. Ich sag mal zumindest, ich habe ja meinen Spielstand nie wirklich weitergespielt. Den einen, den ich mal da separat angefangen habe. Aber da konnte ich eine ganze Ecke immer wieder, Schmuck war damals bei Cleveland, glaube ich, da oben, die Ecke oder Buffalo, immer günstig zum Kaufen und man konnte sie unten teuer verkaufen und man konnte günstig, glaube ich, in Philly Medikamente kaufen und die anders teuer verkaufen. Mhm. Also ich glaube, es ist schon so geregelt, dass manche Städte einige Sachen produzieren und aber halt auch einen bestimmten Bedarf haben und andere haben das Gegenteil dazu. Ja, ja, das mit dem Produzieren schon, aber ob halt wirklich immer diese Anlieferungen da sind, liefere Schmuck an oder ob die auch mal sagen, liefere Waffen an oder so. Weiß ich nicht genau. New York, Buffalo, genau, das eine haben wir abgeschlossen, den Offizier. Auf unserer Liste. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwas für Buffalo dabei haben. Oder auf dem Weg dahin. Ne, nicht wirklich. Alter. Ja, wird schon wieder getriggert. Wir fahren nach Buffalo, da war doch Schmuck, ne? Ja. Oh je. Nee, warte mal, hier ist Schmuck. Haben nee, das. Ja, Schmuck haben wir auch. 19 und wir brauchen aber nur 10, richtig? Wie viele Tage haben wir Zeit? Ja, 17 10. Tage. Wird sich auch ausgehen vom Platz her wahrscheinlich. Ja, wir haben 14 Platz. Ja, aber wie schwer es ist, weiß ich nicht. Ja, wir haben aber fast... Da haben wir die geile Lok. Wir haben doch 37 Tonnen Last können wir mitnehmen. 10 Kisten Schmuck spielen doch keine 37 Tonnen, oder? Das kann sich doch keine Frau um den Hals hängen. Ja, komm, magst du es annehmen? Ja. Okay. So, Buffalo. Ja, da wäre Buffalo. Da. 5 Tage, das geht sich auch aus. Und dann kaufen wir noch irgendwas an. Ja, was haben wir denn hier? Schönes Überfluss. Tabak würde gehen. Ja. Ja, sieht gut aus. Stoffe macht viel mehr. Knarren ist gefährlich. Ja, Stoffe geht auch. Knarren ist gefährlich? Ja. Stoff. Ich packe jetzt einfach alles ein, ja. Nur alle 13, die. Was haben wir denn noch dabei? 1? Ach, das Passagiergepäck, okay. Rausschmeißen. Kann man das auch verkaufen? Das wäre geil. Ja, müsste eigentlich theoretisch müsste es man verkaufen oder zumindest abgeben können, weil was passiert, wenn. Abgeben kann man es, also man kann es auf dem Bahnsteig stellen. Okay. Weil es kann ja passieren, das Chicago ist in New York verfügbar, das ist auch ein toller Satz. Das habe ich mal aus Versehen gemacht, weil ich den Passagier, also diesen Frachtwagen repariert habe und da war noch ein Passagiergepäck drin. Mhm. Ich habe zwar den Passagier angeliefert, aber nicht sein Gepäckstück. Ja, hat wie dann halt nicht erfolgt gezählt. Echt? Ach man. Ja, ich meine, wie oft passiert das am Flughafen? Gefühlt jedes 5. Gepäckstück.
Ja, machen wir weiter. Du erblickst eine Person am Rande der Gleise, die wild mit den Armen winkt. Du kannst ihn zu stoppen, um herauszufinden, was sie will. Das wird 3 Stunden dauern. Ja, komm. Jo. Ah, okay. Du hast 7 Tage. Okay, fangen wir mal an. Mein Wagen ist beschädigt. Ich kann meine wahre Nahrung nicht rechtzeitig nach Utica bringen. Können Sie das für mich übernehmen? Meine wahre Nahrung. Ich kann auch nur in der Reihenfolge lesen, was es da steht. Ich konnte nicht ahnen, dass das Wort danach gleich Nahrung ist. Können Sie das übernehmen? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Bitte, helfen Sie mir. Tut mir leid, im Moment nicht. Echt? Das stimmt. Na, können wir nicht machen. Wir kämen auch bald wieder. Ach mein Gott, das ist nicht schon wieder. Ja, meine Grüße, Zivilist. Bitte bleiben Sie ruhig und bereiten Sie Ihren Zug auf eine Durchsuchung vor. Wir suchen Alkohol oder Waffen. Der Herr Hahn. Herr Hahn. Ja, alles in Ordnung. Zack. Hatten wir ja schon pro normal jetzt. Tut mir leid, aber eure Vorräte sind zu. Irgendwann mal. Die haben wir in Buffalo abgeliefert. Genau, schau mal, ob die Stoffe haben wollen. In der City Hall. Anlieferung für Stoffe. Baumwolle. Da haben wir uns dagegen entschieden, leider. Haben wir gerade erst ausgetauscht. Aber ich glaube, Stoffe sind hier trotzdem ein guter Gewinn. Ja. Na, hau raus. Und dann so. Kauft den Schmuck. Ja, ein anderes Quest oder hatten wir jetzt hierhin sonst nicht, ne? Doch, hier Amelia. Da. Haben Sie herausgefunden, was mit meinem Mann passiert ist? Hier, ich habe diesen Anhänger gefunden. Der gehörte Eli, das heißt, er ist. Er hat das nicht geschafft, tut mir leid. Nur weil er einen Anhänger verloren hat? Wir kriegen gar nichts. Haben wir jetzt echt 0 bekommen? Obtain a Revolver? Irgendwas, was wir schon bekommen haben. Okay. Erfahrung offensichtlich, weil bei uns blinkt es unten. Sonst blinkt's doch. Da blinkt's überall, weil wo? in meinem tiefsten Inneren habe ich es geahnt. Wäre er doch am Leben, hätte er mich längst gefunden. Er war ein guter Mann und ist sicher an einem besseren Ort. Ich danke Ihnen. Es ist zwar nicht viel, aber nehmen Sie dieses als Lohn für Ihre Mühen, okay? Ich habe zu danken. Wenigstens konnte ich Ihnen Sicherheit verschaffen. Okay. Aber willst du doch Geld bekommen? Nee, Sicherheit. Ach, Sicherheit, okay, klar. Ich schau mal ganz kurz. Ist die Quest noch aktiv? Nee, sonst die ist weg. Und ich bin drauf scrollst? Ich bin schon oben. Wir haben tatsächlich ein bisschen was abgearbeitet jetzt hier. Das ist, also. Ja, die Schwester. Oh Gott, die Schwester. Die habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja, wir haben ein bisschen was abgearbeitet. Klar. Ja, lass dich schon wieder triggern von Zahlen. Ja, yeah, okay. Die 2 Sachen können wir erstmal ignorieren. Das machen wir ganz zum Schluss. So. Schmuck. Ist hier sonst noch was für Washington? Weißt schon, dass wir danach zur Schwester sollten? Ja, schon klar. Okay. So, ja, nimm einfach die 10 Tonnen Schmuck mit und fertig. Noch ein Passagier gucken. Chicago, nein. Nein, nein, nein. Okay. Dann ab die Post. Da müssen wir jetzt gleich nochmal. Ah ja, ich bin immer noch gesetzestreu. Ich bin derselbe Zug, der erst vor 2 Minuten hier in die andere Richtung gefahren ist. Was ist das denn? Die Lok hat jetzt schon eine Fehlfunktion. Die neue? Vielleicht können wir die noch umtauschen. Ist sie noch innerhalb von der Gewährleistungspflicht? Ja, müsste sein, oder? Die ersten 3 Jahre. Guck mal, wir spielen doch nicht mal 3 Jahre hier. Während du durch eine scharfe Kurve fährst, hörst du plötzlich ein lautes, knirschendes Geräusch. Deine Lokomotive wurde beschädigt und verliert 227 HP. Ist das ein Drittel? Nö. Oh, aber jeder Waggon hat einen Schaden bekommen. Okay. Aber da fahren wir doch jetzt keine Zeit. Wir müssen zur Schwester. Ganz schnell.
Nee, falsch. CD Hall, ich verwechsel das jedes Mal. Ich merk schon. Zack. Wann können wir denn das hier abheben? Ach, 9 Tage, okay. Wo musst du jetzt hin? Nach Charles und zur Schwester und dafür brauchen wir Medikamente. Ja, okay. Wo gibt's denn Medikamente? Philly. Okay. Okay. Woanders sehe ich es jetzt nicht. Okay, passt. War mir jetzt nicht sicher, ob Medizin gemeint ist oder Medikamente, aber ja, sind Medikamente. Ja, es ging, glaube ich, nach mittelgroß und sowas. Also gucken wir mal. Okay, also wir fahren von das New York. Philly. Nach Philly? Gibt's da was? Nö. Gibt's hier jemanden? Nö. Dann gucken wir nochmal ganz schnell auf dem Markt vorbei. Wobei, echt so viel Geld, ey. Philly, was hast du denn nicht? Öl, ein bisschen, naja. Nahrung, naja. Hier, Tabak. Tabak. Von den Machern von Tuvok. Ist auch nicht so schwer, also sollte auch gut passen. Joa. Also, oh, das ist so. Ja, müssen wir eh. Pelze, Nahrung, nö. Mach das jetzt hier ein bisschen im Schnellvorlauf. Ich verklick mich einfach nur nirgendwo. wir fahren. Schau mal ins Dings zum. Wegen der Medic. Ja. Ich hab was vergessen. Zeigen Sie mir Ihr Angebot: Kleines, mittleres, starke Heilkraft. Also, weißt du was? Also, Geschäft des Jahres. Der Geiz. Wir haben 15.000, Alter. da haben wir jetzt nichts hier. Aber es wird schon noch teuer genug. Also, das. Ja, das glaube ich. So weit ist nicht. Wilmington in 7 Tagen schaffen wir. Das ist direkt 2 Städte hier drunter. Okay, dann. Wir sind in Philly. Wir fahren nach Charleston, was hier immer noch nicht steht, oder? Da ganz unten. Ich soll sich das mal als merken, ey. Wir hätten Baumwolle. Wir hätten Eisen. Also die ersten zwei und die letzten zwei, würde ich sagen, sind das Wertvollste hier in dieser Stadt aktuell. Oder vielleicht, letztes Tabak haben wir selbst hier gerade abgeliefert. Also erste zwei, letzte zwei. Schwarzen erste zwei, letzte zwei. Das zweite Eisen, 72er Verkauf. 34er Einkauf. So. Eisen es ist. Ja. Zip. Wilmington. Was war da? Ein Passagier? Passagier, ja. Ah, das könnte aber knapp werden. Voll gepackt. Wie lang hat der? Ja. Das klappt nicht, Arno. 7 Tage. Wo steht der denn überhaupt? Ach, da. 4-mal annehmen und dann das gucken. Loving it. Klick mal aufs I. Für 7 Tage. 7 Tage, okay, 7 Köpfe. Okay, 7 Tage, 15 Stunden. Dann musst du noch ein bisschen was verkaufen. Wir können von ja nach Washington. Von dem Eisen, das mal ein bisschen weniger mitnehmen. Ja, wir können ja mal... Washington hat Washington Eisen. Nö, guck mal, wir verkaufen das Eisen einfach in Washington. Okay. Dann sind wir eine Stadt. Ja. Dann verlieren wir 2 Tage von 7. Mhm. Und das werden wir wohl in 5 schaffen, wenn wir leer sind. Dann laden wir einfach mal nichts auf. Oh. Ja, und machen wir das. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Oder kann man hier das Eisen verkaufen? Oh ja, nice. Hau raus. Spart auch Zeit. Noch besser. Melvin, meine Hart, meine. Was ist hart? Irgendwas ist hart. Irgendwas bei Melvin ist hart. Irgendwas bei Melvin ist hart. Man könnte auch mal, dass es der Knüppel ist. Der ist ganz schön hochgelevelt hier schon, oder? Mhm. Auch unten bei dem Boni hat er schon einiges. Auch unten hat er schon einiges.
Er ist gut mit dem Revolver, er hat da diese Fähigkeit, die, glaube ich, kritische Chance, denkst du, ist verbessert? Erhöhter Schaden durch Revolver, ja. Gut in Beweglichkeit. Beweglichkeit wann nachladen, glaube ich, oder? Nachladetempo, ja. Und Ausweichen, ja. 65% Nachladegeschwindigkeit. Du kannst da auch mal rausgehen und kannst du mal unsere anschauen. Die mal upgrade auch noch können. Ach so. Ja, der Ephraim ist nicht so gut, ne? Ja. 12, 12, 11. Der andere hier ist halt auch nicht unendlich. Ja. Mhm. 13, ich hab 10, das bei meinen 12, dann auch 12, ein paar 12, Mal gemacht. 12. Ich hab die auch ein paar Mal durchgewechselt, weil die einfach nicht mehr so gut waren. Nicht so nachkommen. Ja, wäre schon durchaus eine Idee. Wen werfen wir raus? Den Ephraim dann? Meinst du wegen am Thumbnail? Ja. Das wäre mir jetzt, also ja, komm, wir können ja nicht den hier dauernd behalten, nur weil er im Thumbnail ist, auch wenn er scheiße ist am Ende als letztes. Ja, dann. Im Grunde ist es egal. Sind beide nicht der Hammer. Nicht der Hammer. 13, 10, 12. Der hier macht halt eigentlich noch ordentlich Schaden mit 30. Der hier ist tatsächlich eigentlich der schlechte. Warte mal, schau dir nochmal kurz die Fähigkeiten an von beiden. Der eine ist der Heiler. Das hier, ja. Und die Eisenhaut, glaube ich, war das zweite. Nee, bei ihm. Okay. Das hier? Steinhaut. Steinhaut, ja. Okay. Mhm. Der hier ist aber ein bisschen mehr. Der hält gar nichts zweites. Der hat nur Fähigkeit Kopfschuss. Naja, das heißt nur. Ja, der ist halt gut mit dem Gewehr. Was auch nicht verkehrt ist. Eigentlich bräuchten wir einen größeren Waggon, dass wir den erstmal mitnehmen können und dann irgendwann später mal aussortieren. Warte mal. Aber ja, im Grunde sind beide nicht gut, also wir können wirklich beide raushauen. Ja gut, einen würde ich jetzt schon noch behalten, solange wir jetzt nur einen als Ersatz davon mitnehmen. Ja, aber du kannst da jetzt aussuchen, wen. Er ist halt eher der Fernkämpfer. Er hier, der Mike? Nee, der andere. Und der Ephraim, der hier? Wegen diesen Scharfschütze zum Beispiel. Das ist schon ganz praktisch. Heilen ist auch gut. Ja. Ja, super. Du kannst auch mal gucken, was die für Level-Ups haben. Raus bist du und Anno. Ja. Unten. Vielleicht ist das irgendwas Tolles. Kung-Fu, Beweglichkeit und Intelligenz für Ephraim. Also Intelligenz wäre, glaube ich, für den Charakter, für den Talentplatz. Ja. Mach mal vielleicht Intelligenz. Jetzt kannst du nämlich da unten was auswählen. Könntest hier jetzt sagen, was er haben soll? Das ist so zum Lesen, dass der das, was oben steht, immer macht. Also beim Revolverhead ist Präzision plus 3,33, da hat er einfach immer. Mhm. Und das andere, die Fähigkeit, ist das, was man dann aktiviert. Mit Cooldown und so. Feuergefecht, genau. Dauert für 11 Sekunden, hat eine Abklingzeit und so weiter. Von all dem bin ich riesen Fan von Ingenieur. Aufladetempo des was? Beschleunigers. Okay. Wegen der Fähigkeit, wegen Schaden in Kurven ist verringert. Ja. Das heißt, man kann gut flüchten und kann halt er kann halt mega schnell durch die Kurven fahren und kriegt halt null Schaden. Aber der Nachteil ist halt, der ist halt nicht geskillt gerade auf Ingenieur, da hätte er halt jetzt da Level 1 und wenn wir irgendeinen kriegen, der ein richtig guter Ingenieur ist zum Beispiel, dann hat er schon mal eine Dauer von einer Minute oder so und kann da quasi durch die Kurven durchpesen, man kann schnell die Leute abhängen, schon ganz praktisch.
Was ich nie ausgetestet habe, ist Kanonier zum Beispiel da unten. Es gibt nämlich später Kanonen, die man mitführen kann. Aber so. Also, das kostet halt auch wieder. Wir machen Kriegszug, ja, bitte steigen Sie ein. Ja, das kostet halt sau viel Gewicht und. Ja, weiß ich nicht. Hab ich nie so gesehen. Ja, was macht sonst Sinn? Profit durch den Handel mit Waren, weiß ich nicht. Ja. Wenn das aufgeskillt ist, okay. Wir müssen uns halt dann eh entscheiden, wenn wir jetzt etwas anderes nehmen, dann wir können nur eine aktiv haben, eine Fähigkeit. Also entweder das oder das, was er schon hat. Okay. Es beißt sich halt irgendwie gerade alles mit denen, was sie eh schon gerade haben, die zwei, oder? Ja, wir können es in eine gewisse Richtung entwickeln. Ja gut, der hier ist schon mit Nahkampf und Heilen. Ja gut, er kann sich nicht selbst heilen im Nahkampf. Entweder oder. Oh Gott. Ich glaube, er kann nur andere heilen. Macht's nicht einfach, ne? Wenn wir ihn hier zum Heiler machen, würde auch gehen. Und dann können wir ihn kicken. Ja. Okay, dann. Dann pack aber seine Items noch weg. Wie hab ich denn das jetzt irgendwo? Ach, hier, okay. Okay. Den hier Heiler machen, ja? Mhm. So. Und ihn hier machen wir weg. So, zack, zack. Genau, passt. Dann klick auf das rote X. Bei seinem Avatar, genau. Mhm. Ja, aber wir werden die Expedition ohne ihn. Achso, ne, das war das andere. Game, ne? Der steht aber noch da sogar. Ach Leute, man könnte ihn jetzt nochmal wieder anheuern. Ja. Okay, dann nehmen wir mal den Melvin. Zack. Nehmen jede Hilfe, die ich kriegen kann. Okay, sehr schön. Krieg gleich einen fetten Revolver. Genau. Bisschen weniger Präzision, aber mehr Schaden. Mhm. Ja, macht Sinn, oder? Ja. Und die gute Keule kriege ich auch. Genau, und die anderen Sachen kannst du mir auch nochmal geben, die Waffen. Ja. Das da. Ja, genau. Okay. Passt. Guti. Und ein Level Up haben wir noch. Im Schuss, genau, sich geht's ja richtig ab. Revolver hält nochmal hoch oder Intelligenz? Intelligenz wäre für Talentslot, falls wir sagen, wir wollen was anderes machen noch. Ja, komm, machen wir mal, oder? Mhm. Ich finde das immer noch mit einem Brauchbasten. Achso, ja. Können wir noch nicht, erst beim zweiten Punkt. Okay. Gut, ja, dann fahren wir mal weiter. Irgendwas. Okay. Wir hätten auch noch was kaufen können, aber. Ja, Gewichtsverlust, wir müssen ja schnell nach unten kommen. Ja, wer weiß, was die gehabt hätten, wenn das Baumwolle wäre. Ja, das ist was anderes. 2 Tage haben wir, okay. So ist die Baumwolle oder so, kann man ja anliefern. Das ist ja kein Problem. Ja, gucken wir nochmal nach. Vielleicht haben wir noch den nächsten Ziel. Ja, aber die haben kein Angebot. Okay. Die hätten nur was zum Kaufen und Verkaufen. Die hätten Alkohol. Warte mal. Charleston. Ist es verboten in Charleston? Ja. Ja. Und Waffen auch. Und Waffen auch. Und wir haben keine dieser Waggon hat, glaube ich, das Schmugglerfach noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Kann man das ob wir das auch. Nee, da nicht. Ja, schade. Ja, wollen wir sonst Werkzeuge für. Werkzeug, okay. Ich dachte, Waffen sind das.
schaut irgendwie noch vorbei. Da. Nee. Ja, doch. Okay. Hm. Was? Wir würden sie mit 1 Dollar pro Stück Gewinn verkaufen. Echt? Für 66? Wir kaufen für 66 und verkaufen für 67. Also, nee. Das sehe ich uns auch nicht so wirklich. Kostet nur Zeit. Dann macht's gut, Freunde. Tschüss. War ja ganz nett. So. Okay, dann gehen wir den anderen Dude ab. Sehr schön. Hier können wir ja nochmal gucken, ob wir von hier aus irgendwas für Charleston haben. Ja. Nee. Ein Passagier für Charleston vielleicht. Auch nicht. Irgendeine tolle Ware für Charleston zumindest. Scroll. Wäre so ein lukratives Geschäft, aber naja. Wir können es auch ausprobieren. Genau, du kannst hier mal auf den Bahnhof klicken, dann machen wir das mal mit dem Schmuggler-Geschichte. Genau, Betriebshof. Und dann kannst du mal schauen, ob wir den schmuggeltauglich gemacht haben. Ja, eigentlich schon. Klick mal drauf, zu wie viel Prozent? 31, okay. Wenn du magst, können wir es testen. Du kannst immer davor speichern und notfalls laden wir halt. Ganz cheesy. Da sehe ich uns doch. Aber ich sehe uns in der nächsten Folge da erst. Oh mein Gott. Freunde. Haltet uns die Daumen, ob wir das überleben. Oh mein Gott, Oh mein Gott. Jo, ich bedanke mich beim Valve fürs Mitmachen. Gerne. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Waffenschmuggel wieder. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.